So, hallo liebe Freunde, hier ist wieder euer Fleischer aus Leidenschaft. Heute mache ich mal so ein Video, weil ich an diesem Wochenende will ich also richtig Wurst machen, mehrere Sorten. Das heißt, ich mache jetzt mal so ein Infovideo, was ich alles jetzt am Wochenende machen will. Das heißt, ich will jetzt einmal die Bregenwurst machen, einmal wieder im Glas und natürlich auch im Darm, denn die Grünkohlzeit steht ja vor der Tür. Dann will ich eine frische Braunschweiger Mettwurst machen. So aufs Brot. Diese Braunschweiger Mettwurst, die ist ja nicht geschützt. Da gibt es auch kein Originalrezept drüber. Aber die ist also auch lecker. Dann machen wir Rauchentchen oder auch die Mettentchen. Im Westfälischen nennt man sie Kohlwurst, die man dann auch in den Grünkohl machen kann. Die will ich machen. Dann will ich eine Zwiebelmettwurst machen. Die mache ich aber im Glas, weil ich habe keine Rinderkranzdärme gekriegt, beziehungsweise die Rinderkranzdärme, die Abbindung war mir einfach zu groß. Deswegen mache ich sie nur im Glas. Und was will ich noch machen? Ich glaube, das war's. Ich mache jetzt erstmal meine Fleischzusammensetzungen, welches Fleisch ich nehme, und dann wird anschließend über jede Wurst natürlich ein separates Video gemacht, damit ihr auch seht, Punkt für Punkt, was man bei den einzelnen Wurstsorten beachten muss. Also wie immer, fangen wir einfach an. Habe ich erstmal hier meine frische Schweineschulter, also schier geschnitten, die ich so einkaufe. Ich habe euch ja vorige Woche das Video gezeigt, wie ich mein Rindfleisch bzw. mein Kalbfleisch zum Kuttern mache. Wie ich das zurechtschneide, was ich da sortiere. Bei dem Schweinefleisch nehme ich am liebsten Schulter. Ja? So, jetzt mache ich natürlich Folgendes, weil ich schneide mir das dicke Buchstück schneide ich mir raus. Das gibt immer einen hervorragenden Schweinebraten. So, und jetzt geht es natürlich los, dass ich die Schulter, das auch, was ich da nicht drin haben will, als Einlage, das ist hier, das ist jetzt nur Fett, was ich jetzt praktisch nicht in meinem Kutterfleisch haben will. Ja, dieses gleiche Fleisch nehme ich ja dann auch einmal zum Kuttern, oder wenn ich jetzt sage, ich mache jetzt Mettwurst oder frische Mettwurst, Schweineschulter schier geschnitten. So, das breche ich nicht jetzt hier zum Beispiel als Magerfleisch, sondern das sind ja Fettanteile. Ja, also suche ich mir das dementsprechend raus. Und natürlich solche blutigen Schnittstellen, die schneide ich mir ganz raus. Weil sowas will ich nicht in meiner Wurst haben. Ja, wie hier zum Beispiel. Das muss ich nicht haben. Das andere, das ist gut. Na, fall doch dahin, wo du es hin sollst. Das ist gut. Das auch. Das passt. So, jetzt ist ja hier praktisch wie beim Rinderbug dieses Mittelstück. Da nehme ich wieder dieses Fett runter. So, und hier drinnen ist eine Sehne. Seht ihr das? So, die nehme ich zum Beispiel raus, weil ich ja nicht nur die Schulter für jetzt die Bregenwurst nehme, sondern auch, wenn ich denn Brühwurst mache. Also diese dicke Sehne, die nehme ich raus. Und das ist wieder gut. Ja, guckt euch das an, diese dicke Sehne, das nehme ich raus. So, dann ist hier zum Beispiel so eine Art Knochen, das ist die Knochenhaut. Das nehme ich auch raus. Und hier unten, zeige ich euch das mal, na, da hat der Knochen richtig fest drin gesessen. Das, wenn man darüber fällt, da ist noch ein bisschen Knochen dran, das nehme ich also raus.
Das will ich einmal nicht in meiner Bratwurst haben oder in der, also der Wurst, die ich in der Dose heute mache, und schon gar nicht will ich das in meiner Brühwurst haben. Denn das kriegt der Kutter nämlich nicht klein. Ja? Denn das wird nichts. Das liegt jetzt nicht daran, dass unser Kutter nicht stark genug ist, sondern das wirst du immer in der Wurst sehen, dass da eine Sehne ist. Oder ein bisschen Knorpel. Das kriegt die Maschine nicht klein. Also das kommt einmal raus. So, und dann ist hier hinten, in diesem Stück, ist also auch eine Sehne drin. Ja, die muss ich also auch finden. Seht ihr sie? Da ist er. Das ist wieder gut. Hier ist wieder so ein bisschen Fett, was nicht sein soll. Wo so ein bisschen eine Blutader drin ist. Kommt weg. Das ist wieder gut. So. Das war auch gut. Und hier ist diese dicke Sehne. Da ist der Knorpel. Das merkt man denn schon. Seht ihr das? Das ist die dicke Sehne, die ich nicht haben will. So, hier ist wieder Fett. Das ist wieder gut. Hier ist ein Stückchen hier ist eine Sehne. So. So, und hier diese Sehne, das ziehen wir schön ab. Das ist einmal. Und dann stellen wir jetzt mal die frische Zwiebelwurst zusammen. Also, ich nehme 1400 Gramm Bauchfleisch. Ihr seht, das war eingefroren. Das macht aber nichts, weil man kann das ja auch nicht immer alles so verarbeiten, wie man das hat. Ich habe also letzte Woche Schweinebäuche hier gehabt, weil ich Bäuche einfriere, also einlege. So, das habe ich jetzt 1700 Gramm Schweinebauch. Jetzt kommt 200 Gramm von der Schulter dazu, also auf 1,9. Das ist schon zu viel. Das passt. Und jetzt fülle ich auf, ich habe hier Backen liegen, ja, mit 5% Backen. Das ist ja nicht viel. Bei 2 Kilo sind es mal gerade 100 Gramm. Aber diese Backe ist also dann wichtig, weil wir wollen ja bei der Zwiebelmetwurst, ist also die Fettschicht, die sich absetzt, höher als wie bei einer Bregenwurst oder bei einer gekochten Metwurst. Ja? Das wird also einmal unsere Zwiebelmetwurst. Da kommt dann noch frische Zwiebeln bei und natürlich ordentlich Gewürze. Ja, also Bauchfleisch, ein bisschen Schweinefleisch mager und von der Backe was dazu. Ja? So sieht die Fleischzusammensetzung für die Zwiebelmetwurst aus. Das muss also auch ein bisschen fetter sein,
damit wir auch da vom Braunschweiger Metzwurst. Hier habe ich jetzt wieder meinen Schweinebauch und das mache ich 50-50. Also 50% Schweinebauch und 50% von dem Magerfleisch eines Klasse 2. So, das fülle ich jetzt alles auf, praktisch auf 3 Kilo. So, das wird jetzt hier von der Fleischzusammensetzung meine Braunschweiger Metwurst. Ja, die ist ja nicht so fett, so, von der, so ähnlich wie Thüringer Metwurst, Thüringer Met. Ja, das mache ich nachher für die Braunschweiger Metwurst. So, jetzt seht ihr hier. Ja, und wie ihr sehen könnt, das ist noch fast gefroren. Das heißt, wenn ihr gefrorenes Fleisch verarbeitet, man nimmt das ja dann aus dem Frost da raus, taut es immer im Kühlschrank auf. Nie so hier bei Raumtemperatur. Das ist also erstmal nicht gut fürs Fleisch. Ja, immer das Auftauen muss langsam passieren. Ja, man kann auch dann, das schon, wenn es noch halb gefroren ist, kann man das ruhig durch den Wolf trennen. Da passiert nichts. Aber nie hier draußen einfach mal über Nacht stehen lassen. Das ist nicht gut fürs Fleisch. Das wird dann zu warm. Und das ist dann einfach nicht gut. So, das wird dann also die schöne Brennwurst. Ja? Wir aus Niedersachsen, Raum Hannover, Braunschweig, essen ja in den Grünkohl die Brennwurst. Das ist so eine ortsübliche Bezeichnung. Mit Zwiebeln. Und im Westfälischen ist es dann die Kohlwurst. Also wie die Braunschweiger. Nur als Enden gemacht oder rund. Und oben im norddeutschen Raum, da macht man ja Grünkohl mit Pinkeln. Da bin ich nicht so ein Freund von. Aber das macht ja nichts. Jedem das seine. Das ist jetzt mein Fleisch. Und da fange ich dann gleich an und mache meine Wurst. So. So, liebe Freunde. Halt, so sieht man mich nicht. Noch ein bisschen hoch machen. So. So, liebe Freunde, das ist das, was ich also morgen machen will. Die drei Sorten Wurst. Das kommt jetzt noch in den Kühlschrank, weil es ist schon zu spät zum Wurst machen. Morgen fange ich dann früh an. Und dann mache ich mit den einzelnen Wurstsorten auch wieder Videos, die ich dann euch zeige, auch mit der Gewürzzusammensetzung und so weiter. Ich hoffe, dass mir das nicht passiert wie bei der Münchner Weißwurst, dass mir da so ein paar Frequenzen beim Film nichts geworden sind, dass ich den aus zwei Videos zusammenschneiden muss. Das will ich nicht, aber es ist halt auch passiert. So, Freunde, das ist jetzt einmal das, was ich mache, denn freut euch schon mal auf die nächsten Videos. Das setze ich dann gleich ein. Bis dahin, euer Fleischer aus Leidenschaft.